Moin, liebe Mystery-Freunde. Viele von euch und ich und auch viele andere sagen ja ganz gerne immer so leicht daher, Mythen sind Reportagen. Damit soll ausgedrückt werden, mit dieser ziemlich allgemein verfassten Floskel, dass in Sagen, Märchen, alten Mythologien und Legenden, wie man es nennen möchte, irgendwo doch ein Funken Wahrheit steckt. Ein Körnchen Wahrheit, irgendetwas an diesen alten Geschichten ist auf jeden Fall so geschehen oder so ähnlich geschehen. Und die sind im Laufe der Jahrhunderte und vor allem Jahrtausende durch mündliche Überlieferungen verändert worden, ergänzt worden, haben vielleicht lokal sich angepasst an irgendwelche Namen oder Gegebenheiten und Begebenheiten. Und davon bin ich persönlich seit Jahrzehnten überzeugt. Und ich habe ja auf fischinger-blog.de zahlreiche solcher Mythen und Legenden mal immer so modern gedeutet, beziehungsweise versucht, da irgendwie einen wahren Kern herauszufinden. Hier bei uns in Europa, wenn wir jetzt mal die Sagenwelt nehmen und die Legenden, sind natürlich viele davon vom Christentum beeinflusst, aber auch von indogermanischen Stämmen. Und vieles ist natürlich von dem sogenannten Heidentum beeinflusst. Das heißt also, die sogenannte heidnischen Völker vor der Christianisierung von Europa haben schon Legenden und Mythen gehabt, die dann später in die Märchen- und Folklorewelt Einzug gehalten haben und eben mit christlichen Moralvorstellungen vermischt wurden und all so etwas. Aber auf meinem genannten Blog habe ich auch immer mal wieder das Thema mit Zeitverschiebungen oder Zeitreisen in solchen alten Legenden und Überlieferungen aufgegriffen, weil das ist schon sehr faszinierend, was man da so findet. Das ist so, dass nicht nur alte Texte, alte Schriften so etwas berichten, dass da irgendjemand durch die Zeit gereist ist oder glaubte, er wäre, also jetzt zum Beispiel in einem Märchen, 40 Jahre irgendwo gewesen, kommt wieder zurück und es ist gerade mal eine Stunde vergangen zum Beispiel. Aber auch hier auf diesem Kanal habe ich mal einige Videos zu diesem Thema gemacht und einige Beispiele genannt, denn das ist schon sehr spannend. Zum Beispiel, ich blende das mal als Infokarte ein und werde es auch unten verlinken in der Beschreibung, einen sogenannten Abimelech in einem apokryphen jüdisch-christlichen Text, der angeblich 66 Jahre in die Zukunft gereist ist. Und sowas ist schon spannend. Wenn wir jetzt sagen und behaupten, Mythen sind Reportagen, dann kann man da natürlich jetzt nicht eins zu eins übertragen, dass jemand irgendwie 66 Jahre in die Zukunft gereist ist. Oder zum Beispiel in der Nähe von Köln bzw. am Rhein ein Mönch, der sich mal irgendwie im Garten eines Klosters verirrt hat, mehr oder weniger verirrt hat, auf jeden Fall auf wundersame Weise eingeschlafen ist und dann auch in die Zukunft reiste. Das waren mindestens 100 Jahre. Aber solche Geschichten finden sich weltweit. Und deshalb habe ich für dieses Video mal ein Märchen, eine Legende aus Japan herausgekramt. Und zwar deshalb aus Japan, weil die in Japan sehr, sehr bekannt ist und sehr, sehr weit verbreitet ist. Je nach Region in Japan, auch je nach Insel und Gebiet, ist diese Legende, diese alte Sage sehr unterschiedlich. Auch der Name der handelnden Person ist etwas unterschiedlich, aber Kernaussagen sind in dieser Legende immer gleich. Und das ist ein schönes Beispiel, dass sich eben alte Mythologien, alte Legenden tatsächlich von Ort zu Ort, auch in einem relativ begrenzten Gebiet wie hier in Japan, doch stark verändern können, aber doch dann immer einen wahren bzw. einen gleichen Kern haben. Ob der wahr ist, ist natürlich eine ganz andere Sache. Aber diese Legende ist urkundlich erwähnt, schon vor 1300 Jahren, so ungefähr im 8. Jahrhundert, gibt es die ersten schriftlichen Aufzeichnungen dieser Legende. Und die handelt von einem Fischer. In einigen Versionen ist es ein gut aussehender Fischer, in anderen Versionen ist es ein 40 Jahre alter Fischer, in anderen ist er gerade 25. Auf jeden Fall ist er ein untadeliger Mann und hat noch nie jemand was zu Leide getan. Und in einigen Varianten dieser Geschichte kümmert er sich auch aufopferungsvoll um seine Mutter. Und dieser Fischer heißt in den meisten Überlieferungen Urashima Taro. Und dieser Taro erlebte eines Tages etwas ganz Erstaunliches. Auch hier unterscheiden sich wieder die Geschichten. Auf jeden Fall heißt es, dass er zum Beispiel einmal am Strand lang gegangen ist und da hätten Kinder eine Schildkröte gequält und er hätte die Schildkröte dann vor diesen bösen Kindern gerettet. In anderen Varianten heißt es, dass er am Strand eine Göttin bzw. eine göttliche Prinzessin getroffen hat. Doch in der Grundaussage ist es so, dass er sich unsterblich in diese Prinzessin, in diese göttliche Prinzessin verliebt hat. Und sie nahm ihn dann mit, und zwar
unterhalb des Meeresspiegels bis auf dem Meeresgrund zu einem riesigen Palast, der dort sich auf dem Grund des Pazifiks befunden haben soll. Und in diesen wundervollen Palast auf dem Grund des Meeres, da trat er ein und das Bauwerk hätte Böden aus Perlen gehabt und wäre glänzend gewesen. Und es war der Palast des Drachenkönigs. Und zwar ist das der Palast des Meeresgottes Vatasnumi, der dort mit seinem Gefolge lebte. Und in einer anderen Version wieder dieser Geschichte traf er erst hier diese Prinzessin, die Tochter eben dieses Meeresgottes, die dort Otohime genannt wird. Und egal, ob jetzt am Strand oder ob eine Schildkröte vorher war und sich verwandelt hat oder direkt in diesem Meerespalast der Götter und des Meeresgottes dort diese Prinzessin getroffen hat, Taro war auf jeden Fall Hals über Kopf verliebt. Und so kam es dann, dass erst einmal ein Fest dort gefeiert wurde. Unterhalb des Meeresspiegels, auf dem Meeresboden, auf dieser seltsamen, beziehungsweise in diesem seltsamen Palast. Dieses Fest war, wie da beschrieben, es war sehr üppig, es war kumpulent, es gab alles zu essen und zu trinken, was man sich nur wünschte. Es gab ja auch wunderschöne Gärten dort in diesem Habitat, in dieser Basis, nennen wir es mal so in modernen Worten. Und dieses Fest ging dann 3 Tage lang. In anderen Versionen ging es 3 Jahre sogar, dieses Fest. Beziehungsweise er hat sich 3 Jahre auf dem Meeresgrund dort in dieser Basis der Götter befunden. Und dann irgendwann fiel ihm doch ein, ach, ich will doch wieder nach Hause. Mutter ist ja noch da, Familie ist noch da. Und irgendwie fühle ich mich doch sehr einsam, auch wenn ich jetzt die Prinzessin dort geheiratet habe. Und die Prinzessin hat dann gesagt, ja, mein lieber Ehemann, gut, ich kann es nachvollziehen, ich verstehe es. Geh du zurück an Land, ans Festland, also an die japanische Küste in sein Fischerdorf, zu deiner Familie, ich lass dich gehen. Und sie gab ihm aber noch so ein kleines Andenken mit, und zwar eine Kiste oder eine Schachtel, wie groß die jetzt war und also etwas ist nicht beschrieben. In einigen Versionen dieser Legende heißt es, es war so eine perlenbesetzte Schachtel, aber die hat er mitbekommen und er durfte sie auf gar keinen Fall öffnen, hat sie ihm gesagt. Und so kam er dann wieder zurück ans japanische Festland, an die japanische Küste. Da heißt es, er sei teilweise sogar mit einem Schildkröten-Shuttle-Service, nenne ich es mal so, durch das Meer so an die Oberfläche gebracht worden und wieder an den Strand gebracht worden. Aber so nahm er dann seine Schachtel unter den Arm, verließ den Strand, ging in sein Fischerdorf und fand sein Haus überhaupt nicht wieder und seine Angehörigen sowieso nicht. Seine Mutter auch nicht mehr wiedergefunden und er war völlig durcheinander, völlig verwirrt. Was ist denn hier passiert? Ich war doch gerade 3 Tage bzw. 3 Jahre weg und irgendein älterer oder irgendein Mann aus dem Dorf, den hat er dann darauf angesprochen, hallo, ich bin der Taro, wo sind denn meine Angehörigen, wo ist die Mutti und all sowas. Und er sagte, oh, wir haben hier eine alte Legende, eine alte Geschichte. Es kam einen Fischer mit diesem Namen, aber der ist vor 300 Jahren irgendwie am Meer verschwunden und sei nie wiedergekommen. Es wird sogar in anderen Versionen erzählt, es waren über 200 Jahre und andere sagen, es waren 700 Jahre sogar, die er quasi in diesem unterseeischen Palast auf dem Meeresgrund da verbracht hat. Und für ihn waren es eben nur maximal 3 Jahre. Und er war natürlich völlig verzweifelt jetzt. Hat auch noch die Gräber seiner Angehörigen besucht, die auf einem Hügel noch vorhanden gewesen sein sollen. Also seit Jahrhunderten müssen die also da gewesen sein, so wie es die Legende erzählt. Und er war völlig betrübt und traurig und hat dann gedacht, ach, ich mache einfach mal die Kiste los, die Schachtel von meinem Liebling da unten auf dem Meeresgrund. Was ist da eigentlich drin? Und das hätte er ja nicht machen sollen. Es war ja auch verboten. Denn er öffnete die Schachtel und in dieser Schachtel sei sein Leben gewesen, heißt es. Es heißt auch, es sei eine purpurfarbene Wolke aufgestiegen zum blauen Himmel. Aber dieses Leben war eben da drin verpackt und zugleich alterte er, wurde krumm, kriegte einen langen Bart, wie es so schön heißt, und wäre dann gestorben. Das Ende dieser Geschichte ist in einigen Regionen Japans ein bisschen anders, wird das ein bisschen anders erzählt. Zum Beispiel, dass es 3 Schachteln waren. In einer war zum Beispiel eine Kranichfeder. Er konnte sich dann in einen Kranich verwandeln und ist dann auf jeden Fall später wieder zusammen mit seiner Prinzessin bzw. Ehefrau bis zum Ende aller Tage glücklich geworden. Aber in den meisten Versionen heißt es eben, er sei in die Zukunft gereist, in der Kiste wäre sein Leben drin gewesen. Er hat sie geöffnet und das war natürlich echt Mist für ihn, weil er dann zack, tot umgefallen ist. In der eingangs erwähnten Geschichte mit diesem Mönch aus einem Kloster am Rhein, da ist es auch so, dass er, als ihm gewahr wird, dass er
tatsächlich so quasi durch Gottes Gnaden, durch Gottes Fügung in die Zukunft gereist ist, noch in der Kapelle vor den anderen Mönchen alt geworden ist, umfiel und starb. Solche Legenden und Märchen, ich blende dann nochmal so eine Infokarte ein, gibt es tatsächlich sehr zahlreich und die enden oftmals so. Dieser Abimelech, den ich vorhin erwähnte, aus dieser jüdisch-christlichen Apokryphen-Mythologie, der ist übrigens nicht einfach tot umgefallen oder so, sondern er hat sich ganz feste, ganz toll gefreut, dass er die Zerstörung von Jerusalem durch die Babylonier, so heißt es, überstanden hat, da er eben 66 Jahre kurz eingeschlafen ist. Also solche Geschichten sind unglaublich faszinierend und ich möchte es nochmal unterstreichen und betonen, man darf es natürlich nicht 1:1 jetzt übertragen. So ist es damals vor x Jahren, x Jahrtausenden, x Jahrhunderten gewesen. Hier war jemand, der in die Zukunft versetzt wurde. Das kann man so nicht sagen, aber natürlich ist sowas spannend und spannend ist natürlich auch, man kennt viele Geschichten, zum Beispiel auch den alten China, da blende ich euch unten, beziehungsweise setze ich euch unten auch mal einen Link rein und blende auch mal eine Infokarte ein, gibt es Geschichten mit Mondpalästen, wo Chinesen hochgereist sind zu einer Mondprinzessin und all sowas. Und in diesem Fall haben wir es eben in einer sehr berühmten japanischen Legende damit zu tun, dass eine göttliche Station, eine Basis, ein Palast, ganz glänzend mit Perlenböden und so, auf dem Meeresgrund gestanden haben soll, wo eben der Meeresgott drin gelebt haben soll. Wenn wir jetzt mal ganz modern denken und natürlich spekulieren, das ist klar, im Sinne der Präastronauten könnte man hier tatsächlich eine Basis der Götter vermuten, und zwar der leiblichen Götter, die von den Sternen vor Jahrtausenden gekommen sind. Alles Spekulation, alles Vermutung, aber vielleicht ist es ja so gewesen. Und daraus ist eben die Legende entstanden von diesem Fischer Taro. Überaus interessant, sehr spannend. Wenn ihr das auch so findet, lasst gerne ein Abo da, einen Daumen hoch und natürlich auch ein Feedback in den Kommentaren. Ich sag mal, tschüss ihr Lieben, bis zur nächsten Folge. Euer Lars.